Damit willkommen zu einem neuen Projekt, Overlord Raising Hell. Ihr könnt Spiele, indem ihr ein schmächlicher Ritter seid und zum strahlenden Herrscher aufsteigen könnt, vergesst es. Wir sind Overlord. Ihr kennt diese Spiele, wo man ganze Felder anlegt, ein schönes Land macht und ja, auf eine zufriedene Bevölkerung hinunterschauen kann. Vergesst es! Wir sind Overlord! Ihr kennt diese Spiele, wo man ein ganzes Land regiert, im Sonnenschein, geliebt wird von seiner Bevölkerung. Vergesst es! Wir sind Overlord! So, und ich mache ein neues Profil, beziehungsweise ich lösche es alles, also nur zum Schauen, ob ja, ich muss ja was einstellen. Neues Profil. Und wir sind lpben. Ja. Okay. Ich habe damals das Spiel auf der PS3 gekauft und also als Raising Hell fertige Version habe jetzt auf Steam die Raising Hell Update gekauft und ja, war nicht teuer. Gut, kurze Erklärung, um was es eigentlich geht. Also, wir spielen den Overlord. Er wurde in Vergangenheit von einem Ritter besiegt, von einem Helden, und jetzt ja, wir dürsten nach Rache. Das Spiel nicht nur ein ja zum Ausleben Gewaltfantasien ist, das ist natürlich klar, mit einem leichten Augenzwinkern auf die damaligen, ja, damals in 2005, 2008 schossen natürlich Spiele wie World of Warcraft und andere wie nichts aus dem Boden, und dieses britische Spiel war ein bisschen so, man hat bewusst damit geworben, dass etwas andere Rollenspiel. Man spielt keinen Held, man tut nichts Gutes, man ist böse. Und natürlich von der Geschichte her, der Held, der uns einmal besiegt hat, der ist mittlerweile zu einem echten Tyrannen geworden. Und natürlich dürstet es uns nicht nur, uns dürstet es, also den Overlord dürstet es, oder wie man sagen will, nach Rache. Aber natürlich ist die Bevölkerung auch ein bisschen froh, dass wir den aktuellen Tyrannen bekämpfen. Ja, also das Spiel ist, ich habe hier nicht mehr ganz so viel, ich bin bald fertig mit der Einführung. Denn das Spiel selbst ist geil, deshalb sage ich das jetzt. Also Entschuldigung, wenn ich euch hier voll labere. Also, das Spiel ist nicht so wie vielleicht, ja, vergesst so schnulzige Spiele, wo man als Bösewicht anfängt und zum Helden wird. Also wir spielen hier kein, sag schnell, wie heißt der Film? Ich, einfach unverbesserlich. Also man kann, wenn man will, ab und zu leicht gute Taten machen, aber es ist überhaupt nicht erforderlich. Man ist böse, man handelt böse und man ist böse. Man will das Volk unterjochen, man will das Volk plündern, man will, wir wollen eine Welt des Chaos, und dieses Land wollen wir dann regieren. Also wer hier einen Disney-Film erwartet, ein Spielband, der täuscht sich. Wir sind Overlord. So, und dann fangen wir mal an. Ich würde normalerweise nicht so viel labern, aber weil das Spiel eben sonst echt gut ist. Es hat britischen Humor, also mit einem leichten Autos ist hier kein verzweifelter, deprimierter Programmierer, der das mal gemacht hat. Nein, es sind englische Spielemacher mit typisch schwarzem britischem Humor, und das werden wir auch merken. Das habt ihr gemerkt an den Gremlins, die heißen eigentlich im Original Minions, und hier sind sie eigentlich, weiß nicht wie die heißen, irgendwie Goblins oder was auch immer. Schergen, sie heißen im Deutschen offiziell Schergen, aber ich nenne die jetzt auch Gremlins, denn sie sind Gremlins. Fies und ja, aber das werde ich noch sehen. Gut, was ich schon lange erklären will, ist hier mit Split Screen, ist natürlich nur für die Rising Hell Updates, also für die Erweiterung, Optionen, Mitwirkende, mehr Spieler so. Und wir fangen das Spiel also ganz normal an, neues Spiel. Halt die Schnauze. Denn es ist legendär. Aber wir spielen ja normal, aber trotzdem, die Einführungssequenz ist filmreif. Film ab! Das sind die Schergen. Oder wir sind eine Gremlins. Rein den Schall in die Augen. Meister, das Böse steht euch gut. Machen uns auf den Weg. Es gibt Schändliches zu tun. Ich spüre, wie das Land vor Furcht erzittert. Ja, wir haben hier eine typische Rollenspielsteuerung, können uns frei bewegen, die Kamera justiert sich nach auf Linksklick immer nach und ja. Ich bin Gnarr, Schergenmeister und treuer Diener der Dunkelheit. Ja, also ihr seht, und die werden das machen. Die Unschärfe wird vergehen und eure Muskeln werden wieder geschmeidig. Kann ich hier was machen? Ja. Wir nennen es zwar noch, aber trotzdem darf man ja hier was kaputt hauen. Kann man hier noch durch? Hier Name drin. Also wir sind ja mal besiegt worden, ne? Vom Helden des Spiels. Also nicht vom... Es gab keinen voriges Spiel, nein, nein. Aber wir dürsten nach Rache, und weil es ja nach... weil es der Geschichte gut tut, müssen wir auch den ehemaligen Helden, der nun zum Tyrannen geworden ist und schlimmer ist, als wir es damals waren, und deshalb ist es eine gute Entschuldigung, dass wir wieder auferstanden sind. Ja, komm ja. Aha. Diese Höhle ist die Brutgrube, Meister. Heimat und Geburtsort der Schergen. Nun, da ihr hier seid, könnt ihr Schergen durch dieses Schergenportal rufen. Halt die Umschalttaste gedrückt, um das Schergen... Entschuldigung, wenn ich rülpsen muss hier. Schergenportal zu fixieren. Umschalte ist so. Ja, Shift. Und drücke rechte Maustaste, um Schergen herbeizuführen. Seht euch die bösen Gesichtlein an, bereit auf euren Befehl zu plündern und zu zerstören. Fahren wir fort. Folgt mir, wenn ihr die Feinheiten des Kampfes und der Schergensteuerung kennenlernen wollt. Wenn ihr allerdings lieber gleich etwas zerschlagen wollt, treffen wir uns besser oben im Thronsaal. Also ihr seht, das Spiel ist natürlich... Eure Schergen folgen euch überall hin, Meister, solange ihr ihnen keine Aufgabe gebt. Ja. Nein, wir haben später noch viel mehr Schergen. Oder Gremlins. Ich nenne die Gremlins, wenn es euch nichts ausmacht. Aha. Also ihr seht, das Spiel ist nicht, von der Grafik her, nicht Bombe oder nicht mehr so Bombe. Seid ihr sicher, dass ihr keine Unterweisung wollt? Mal, warte doch mal. Das Spiel ist von 2008, also fast 10 Jahre alt. Gebt dem Spiel doch bitte eine Chance. Grafik ist nicht alles, aber es ist ja nicht schlecht, oder? So, Steuerung haben wir geschnallt. Wir können keine mehr rufen. Dann geht's weiter. Als Overlord müsst ihr mehr tun, als Feuerbälle zu werfen und Chaos zu stiften. Das echte Böse braucht Können und vielleicht ein bisschen Machtlust. Karl Röschen ist wohl ein bisschen angerostet. Gebt ihr gleich dort Röschen. Unser Hofner. Ich hätte ihn schon lange ins Jenseits befördert sollen. Lehrt ihn Respekt vor dem Overlord. Die fallen uns schon mal an. Gebt ihr gleich dann Röschen. Stopp, ihr kitzelt nicht. Das kitzelt. Haltet den Schnabel. Gut, und jetzt nochmal. Haltet euch nicht zurück. Gut. Nochmal. Wow. Boff. Ja, so langsam kommt es zurück. Das Böse vergisst man nicht einfach so. Nein. So ein Metallklumpen. Genau, so ist das richtig. Böff, nimm das. Steuerung funktioniert. Hey Prinzessin, ihr bewegt euch wie ein toter Dachs, aber ihr riecht schlechter. Ihr könnt ihn nicht erreichen. Eure Schergen müssen das für euch übernehmen. Ja. Hey, ihr solltet euch besser Overlord nennen. Also, jetzt kommt das Kernstück des Spiels. Nämlich die Gremlins. Linke Maustaste gedrückt. Oh, es wärmt mein dunkles Herz, sie so herumrennen zu sehen, wie sie versuchen, sich gegenseitig zu töten. Das war gut. Ruft eure Schergen zurück, Herr. Mit R. Rechte Maustaste. Alle Schergen. Ja, ist ja gut. Hey, Herr Overlord, zeigt mir was Böses. Wenn ihr wollt, dass eure Schergen einen komplizierten Weg verfolgen, müsst ihr sie leiten. Okay. Haltet die rechte und die linke Maustaste. Ah, einfach so. Und dann die Maus bewegen. Okay. Ja, jetzt bewege ich die Maus. Die Maus, die Maus, die Maus. Da! Was nennt ihr böse? Overlord! Total überschätzt! Gebt ihr gleich! Lasst ihn nicht entkommen, Herr! Lasst eure Schergen ausschwärmen! Ich wette, er nässt sich ein! Ach so, die sind wieder da, okay. Dahin, ja, schön steuern hier. Aha, Steuerung funktioniert übrigens klasse. Nimm das! Alles tut mir weh! Oh, heul gleich so. Ihr seid jetzt bereit, Meister. Folgt mir in den Thronsaal. Das Böse erledigt sich nicht von allein. Ja. Gut. Ihr könnt ihn gern noch ein wenig verprügeln. Nö. Reicht. Was mir am Spiel besonders gefällt, also erst ausschicken. Ausschicken. Im Moment jetzt. So. Jetzt will ich was ausprobieren. Und jetzt. Ah, dieser Sound, ne? Das Böse erschüttert uns gleich. Gut, dann. Einmal kann ich hier eigentlich die auch schicken, um das so Unkraut dazu bashen oder nö, nicht. Okay, komm zurück. Gut. Weiter geht's. Das Böse ruft. Wie gefällt es euch? Mir gefällt es absolut. Danke. Für Speichern. Euer Thronsaal, Herr. Leider kann man heute keine Bastion des Bösen errichten, ohne dass elende Helden versuchen, sie zu zerstören. Ja. Der letzte Haufen war besonders lästig, hat einfach euren Vorgänger getötet. Oh. Jetzt seid ihr ja da. Das Böse findet immer einen Weg. Ja. Das stimmt. Sie haben auch den Großteil des Turms zerstört. Das ist nur ein kleiner Rückschlag für die Kräfte des Dunklen, Herr. Ihr seid der neue Overlord. Baut den Turm wieder auf, bestraft diese sogenannten Helden und errichtet ein dunkles Territorium. Ja. Dies ist das Turmportal, Herr. Leider fehlt seine Energiequelle, das Turmherz. Aber es ist noch etwas Energie übrig. Gerade genug, um euch dorthin zu transportieren, wo sich das Herz zuletzt befand. Wenn ihr bereit seid, Herr, tretet durch das Portal. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Halt zum Gruße! Halt den Schnabel! Weisester Meister! Schnabel! Fies! Ja, also, ihr seht, unser Schloss, unser Turm des Bösen ist ein bisschen das Hauptquartier und hier müssen wir dann mit der Ausschmückung das. Und ja, also in der Spielebeschreibung heißt es. In der Spielebeschreibung heißt es einfach, dass wir damals getötet wurden vom oder besiegt wurden vom Helden und jetzt heißt es wieder, wir sind ein anderer Overlord, also ist ja nicht so schlimm. So, wir gehen mal in die nächste Welt und in die erste würde ich mal sagen. Ah, keine Auswahl? Okay. Oder nach Tutorial noch. Ja, das Spiel, als ich das letzte Mal gespielt habe, war 2008 und ja, ein bisschen lange her, ne? Oh, schön. Bald nicht mehr. Ihr habt das Tor erschritten, Herr. Ja. Diese ruhige Wildnis, so ländlich und jüdisch. Ist das nicht abscheulich? Versucht nicht einzuatmen, Herr. Genial. Diese Tore sind alte geheime Verbindungen zwischen eurem Turm und diesem Land, durch die ihr Schergen rufen könnt. Im Moment könnt ihr nur Braune rufen. Ihr müsst die anderen Schergenstämme finden, bevor ihr sie herbeirufen könnt. Ja, ich weiß. Vielleicht finden wir in dieser grünen Grässlichkeit auch einige unserer gestohlenen Turmobjekte. Im Schergen herbeirufen. Schergen warten. Ihr müsst sie nur herbeirufen. Ja, ich glaube es, ja. Im Schergen herbeirufen, blickt zu dem braunen Portal, fixiert es mit der Umschalttaste und halt da steht die rechte Maustaste. Die braunen Schergen sind die wichtigsten Kämpfer. Sie sterben gern für euch. Gut. Und ja, man kann sie immer wieder rufen. Und... ja, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, ne? Das Spiel erinnert natürlich an Pikmin. Ich meine, ich will jetzt keine Diskussion anfangen, ob jetzt Pikmin und Nintendo nur Kinderkram ist, aber viele bezeichnen dieses Spiel ein bisschen als Pikmin für Erwachsene, also ja, vom Thema her. Und weil wir schon gerade bei ein bisschen abgekupfert sind, die Intro-Sequenz mit der Rüstung, also... ich will ja nicht sagen, aber es erinnert mich doch sehr stark an Iron Man, aber gut geklaut ist halb gewonnen, ne? Nein, keine Vorwürfe jetzt. So, hier kann man nichts machen, oder? Na gut. Okay. Okay, wir gehen hier wahrscheinlich den Schafen ankragen und das heißt, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.